Grüß euch. Wir dürfen euch heute das Projekt von der Landjugend Ischgl beim Projektmarathon 2020 vorstellen. Genau. Besonders bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde, natürlich bei unseren fleißigen Helfern und auch bei Personen und Institutionen, die uns so gut unterstützt haben. Allgemein beim Projektmarathon geht es darum, dass die Landjugend von der Gemeinde Aufgaben zur Verfügung gestellt kriegt, die innerhalb von 42 Stunden zu planen und abzuarbeiten sind. Wenn das Projekt dann fertig ist, übergibt die Landjugend das vollendete Projekt zurück an die Gemeinde. Genau. Wir haben die Aufgabenstellung gekriegt, generell von zwei Themen. Unter anderem ist das erste Thema Eisbär-Rätselrallye. Das hat sozusagen das Kreativteam übernommen. Wir haben einen Wanderweg, also eine Strecke zur Verfügung gekriegt, wo wir verschiedene Stationen machen sollen für kleine Kinder. Und zwar, es soll einfach den Eltern zum Beispiel ermöglichen, dass die Kinder zu einer größeren Wanderung animieren können, dass es auch Spielen, also Freude macht. Genau. Durch die ganze Wanderung wird die kleine Broschüre mitgenommen, die ist erhältlich bei unserer Deichhüttenfuhren am Generationenpark, dem was wir 2017 beim Projektmarathon auch gemacht haben. Genau, es sind insgesamt 10 Stationen. Und es sind Aufgaben sowie Rätselfragen, Geschicklichkeitsspiele oder Bewegungsspiele zum Beispiel. Unser zweites Thema wird uns jetzt der Christoph noch näher erklären. Genau. Der zweite Teilbereich ist speziell an uns in die Burschen gegangen. Und zwar war unsere Aufgabe, dass wir da beim Generationenpark bei der Leiten zwei so Lounge errichten. Und zwar befinden uns hier gerade bei der sogenannten Familienlounge, wie es in der Aufgabenstellung geheißen hat. Und zwar war unsere Aufgabe da, dass wir eben einen kleinen Rückzugsort für die gesamte Familie einrichten können und eine kleine Pergola aufbauen, sofern wir noch Zeit haben, und wir haben es gehabt und wir haben es nur montiert. Ich stehe auf das Gefühl, pure Emotion. Ein gemeinsamer Weg und eine gute Zeit. Wir sind die Hürden unserer Zeit und zu allem bereit. Wir reden nicht lang und gehen ans Ohr. Jetzt und nicht erst irgendwann. Gemeinsamer Weg und eine gute Zeit. So schön ist das Land, in dem wir nur leben. So süß er bleibt, wir werden uns dafür gehen. Jetzt und nicht erst irgendwann. Wir sind dabei, wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich, wir sind dabei. Ergänzend nur einmal erwähnen, ein großes Dankeschön an alle Eltern, die euch in irgendeiner Form unterstützt haben, jetzt mit Know-how oder auch mit Maschinen oder Geräten. Im Besonderen darf ich vielleicht Danke sagen, die ganz großen Maschinen, Vasia Traktor mit Erdschaufe von der Familie Stockner, Traktor mit Kranwagen von der Familie Kummer in der Au, und die Firmen, die euch unterstützt haben, ist die Firma Hagen-Leitner, habe ich gehört, die Firma Nussbaum-Müller, Lagerhaus mit Getränken, die Firma Hablecker, die zuerst im Vorfeld schon mitgeholfen hat bei der ganzen Anordnung von dem Projekt, beziehungsweise auch die Pflanzen geliefert haben,
Und vielen herzlichen Dank für die Spende des Nussbaumes, möchte ich auch seitens der Marktgemeinde sagen. Der ist nämlich dann nicht auf der Rechnung drauf, habe ich gehört. Danke an die Fernwärme für die Hochschnitzel, die wir kostenlos gekriegt haben. Danke an BSF Fichtinger, die den Außendruck von der Rätselralle und vom Rätselheft gemacht hat. Ja, Manu und Fussi habe ich mich schon herzlich bedankt. Und der Bichler Ignaz übernimmt die Kranstunden, habe ich gehört. An den Ignaz ein großes Dankeschön. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen. An alle nochmal ganz großes Dankeschön.